Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Advance Adventure. Warum hier schon die Gegend freigelegt? Alle sind ja, ich habe fast 30 Minuten aufgenommen, da war meine Mikroeinstellung falsch gewesen und so, ne? Ich werde euch mal nachprüfen, ob es so richtig ist. Also, gleich. Ich bin der Meinung, dass es so klappen soll. Also, machen wir eben alles mal von vorne. Also, ja. Let's go! Wie ihnen von Muten Roshi gedacht wurde, begaben sich Goku und die anderen zu Baba. Würden sie in der Lage sein, den letzten Dragon Ball ausfindig zu machen? Oh, du meine Güte, wie jung du noch bist. Ja. Bist du die Höllenseherin Baba? Welche seltsame Name? Ja, bin ich auch. Ich bin die Höllenseherin Baba. Wirklich, vielleicht ist das zu. Oder hin. Egal, ist eh der gleiche Sinn. Ich möchte dich bitten, meinte ich, nach etwas zu suchen. Kein Problem, aber das wird euch ein hübsches Stümchen Geld kosten. Zumindest unter normalen Umständen, na klar, ne? Aber mein inneres Auge verrät mir, dass ihr kein Geld habt. Aha, warum denn? Was können wir denn also tun? Nun, ihr könnt gegen meinen Krieger Nasjucken antreten, ne? Okay. Und wenn ihr sie besiegt, sage ich eure Zukunft. Rat voraus, ne? Abgemacht, das ist super. Aber leicht und so, ne? Also gut, du bist dran. Mann im Topf ist gewandt. Oh, weil die haben mich so richtig aufgeregt. Weil ich keinen Timer gestellt habe, egal. Bei denen habe ich irgendwie 4 Anläufe gebraucht und irgendwie 4 Minuten gebraucht für den. Weil ich immer runtergefallen bin in der Mitte. Nicht wie sie, sondern runtergefallen. Oh Gott! Komm runter! Mit deinem scheiß Gewand. Ja, sieht schon gut aus, ne? Ich hoffe, die schaffe ich diesmal in einer Aufnahme, in einer, Kampfspiel. Oh Gott, ich sehe schon kaum. Fall wieder runter. Guck an. Lag die weg. Oh Gott! Boah. Leck, warum leck? Hab ich doch auch nicht leck. Oh Gott! Besiegt! In einer Runde. Diesmal. Ich hab ihn geschlagen. Haha, wer ist der Nächste? Mist. Du bist das Besondere, mein Junge. Aber hier hört die Glückssträhne auf. Der Nächste Gegner ist weitaus stärker. Werden. Komm raus. Okay, wer? Okay. Ja, okay. Also gut, dich mache ich mit links fertig. Nicht mit rechts. Willst du dich vor dem Kampf nicht verneigen? Oh, natürlich. Er riecht irgendwie angenehm. Okay, Kuku. Du bist komisch. Also dann, beginn den Kampf. Der wird es leichter. Komm leichter, komm schwerer, nein. Jo! Du, da frage ich mich ja mit deiner Katzenmaske. Ich weiß nicht, wer es ist. Aber wer sich das verbirgt. Und wie der heißt eigentlich nicht. Er heißt keine drei Fragezeichen, sondern er heißt. Sorry, oh, ich bin so. Ich kann euch mal spoilern, dass wir hier nicht viel rumrennen in dem Part. Und eher kämpfen als rennen. Oder laufen. Kann ich euch mal verraten. Dann nehmen, na klar. Oh Gott, die sind nicht bei sich. 8 Trefferpoints. Wie man es nennt. Trefferpunkte. Oh, okay, jetzt ist eine Folge. Und? Ha, ich hab's überhaupt gesehen. Hab ich das eben gemacht eigentlich? Den weggedrückt, ja. Kein blassen Schmarrn. Was nur ist, dass wir gewonnen haben. Und? Ich hab gewonnen, stimmt's? Hahaha, ich gebe auf, du hast mich geschlagen. Du bist viel stärker geworden, Goku. Es freut mich, dass du so trainiert hast.
Woher kennst du meinen Namen? Du bist doch nicht etwa... Oh, er ist doch, er ist es. Doch, ich bin es, Gohan. Oh, bist du alt geworden? Nein. Boah, Großvater, 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 Großvater. Ich hätte allerdings nicht gedacht, so wenig gegen dich ausrichten zu können. Wenig? Jemand war gut bei mir. Also dann will ich euch viel, wie versprochen, die Zukunft voraussagen. Hoi, 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 hoi. Wie man es auch ausspricht, keine Ahnung. Ich sehe ihn. Der Dragon Ball bewegt sich, befindet sich in einem Auto, circa 200 Kilometer von hier entfernt. Danke, dann breche ich am besten sofort auf. Ja, was jetzt kommt, hat mich auch wenig Zeit gekostet. Straße einer Stadt, dienstgerichtet, eine Straße zu einer Stadt geführt, so. Und ein pinken Auto. Hey, gib mir den Dragon Ball. Die kennen wir doch alle, ne? Ah, an dich erinnere ich mich. Ja, genau, das habe ich halt auch gesagt. Ihr wolltet mich doch schon mal umbringen, oder? Nee, haben nur so getan. Beeindruckend, dass du diese Dragon Ball orten konntest. Ich hecke wohl schon wieder über... Ich verspreche irgendwie gerade immer wieder üble Machenschaften aus. Also mach keine Schwierigkeiten und gib mir ihn her. Das kann ich nicht. Auch ich damit irgendwo. Was hältst du davon? Wir kämpfen und falls du gewinnst, gib ich ihn nie wieder. Wenn wir aber gewinnen, gibst du uns alle Lex. Also gehst du die Abmachung ein? Kein Problem, wenn du einschlägst, schlag ich auch ein. Okay, das Gesicht. Okay, dann lass uns kämpfen. Haha, diesmal wird die Sache anders. Der Bombo. Los, Kombination. Ich dachte erst, man müsste gegen die drei alle auf einmal kämpfen, weil ich in so eine Roboter. Den fand ich voll nervig. Warum auch immer. Eigentlich verliert der Burschenlehmer. Oh, geh weg. Verliert er dadurch Leben? Nö, war klar. Oh Gott. Oh Gott, Maschinengewehr. Oh Gott. Ich will dir ja auch nicht auf, oder? Wie brauchst du alles jetzt die Hälfte? Wie? Das Folge mal. Aber erstmal habe ich irgendwie jetzt schon 10 Minuten gefetzt, oder? 8, 10. Ja. Goku besiegt Pilaf und seine gefürchtete Probleme. Er hatte endlich alle Dragon Balls zu vereint. Oh Gott, warte kurz. Er nahm Upa mit sich und begab sich ins Land von Kari. Dort bat er Shenlong, Bora wieder zum Leben zu erwecken. Damit hat der Goku sein Versprechen gehalten und freut sich auf den nächsten Weltkampf. Er ließ Mutenroshi und die anderen zurück, um noch härter zu trainieren. Speichervorgang gespeichert, ja, schon wieder. Hat also lange gedauert. Weltkampf 22, so. Den wollen wir spielen. 3 Jahre vergingen und der Tag des Weltkampfes stand erneut vor der Tür. Welche Kämpfe würde Goku nun wohl mit seiner neuen Kraft liefern? Keine Ahnung, sag's mir. Goku ist noch nicht da. Was werde ich mit ihm machen? Was macht Goku denn? Er wird zu spät kommen. Oh Gott. Oh, nur noch 3 Minuten. Okay, hallo Leute. So, voll interessiert. Hey, na, wie geht's denn allerseits? Mensch, musst du uns immer so auf die Folter spannen? Klar. Okay, es ist soweit. Viel Glück. Haha, ich gebe mir bestimmt. Ja, das werden wir. Ganz bestimmt. Chaozu. Goku vs. Chaozu. Sag mal, bist du wirklich so stark? Natürlich, gegen dich verlege ich ja nicht. Ja, gegen dich verlege ich ja auch nicht. Okay, ich werde dich nicht mit... Samthandschuh an... Keine Ahnung, ich glaube, ist auch egal. Ein Duell zwischen der Schildkrötenschule und der Kranichschule. Sprecher, warum heißt das nur Sprecher? Bitte beginnt das erste Duell. Klar, machen wir. Aber kurz muss ich weg. Kurz muss ich weg. Warte, Leute. Okay, ja, und da kommt der Angst. Oh Gott. Mal werden wir genauso gewinnen wie vorher. Oh, auf Kultur.
speichern, wo ich die Aufnahme verlaut habe. Ich war einfach voll angepisst danach gewesen. Weil ich mich alle so doppelt so lang gebraucht habe wie jetzt. Wieder oben, also. Wir springen da ein bisschen darüber. Naja, ich bin darüber. Hier blockiere ich mich mal. Ich weiß immer noch nicht. Egal. Mach ich ihn so fällig mit meiner altbekannten Technik. Toll. Alter! Komm runter mich nicht! Noch mehr! Alter! Was soll er gerade machen? Irgendwie gesehen, dass er seine Energie geladen hat, ja. Warum fällt der hin? K.O. Yeah! Ey, und bei der 30 Minuten Aufnahme war es ja, glaube ich. Da habe ich aber mein Mikro vergessen anzustellen. Mal zwischendurch, wo ich weg war. Ja, egal. Ich hab's geschafft. Ob Muten Roshi es wohl gesehen hat? Keine Ahnung, frag ihn doch. Kuku vorerst Krillin. Kuku, halt dich bloß nicht zurück. Nee, ganz sicher nicht. Okay, dann natürlich. Ach je, nur. Nun ein Duell zwischen zwei Schwörer der Schildkrötenschuhe. Okay, beide Kämpfer beginnen das Duell. Tack, tack, tack. So, bereit. Greif dich an, komm. Mein Platz. Das ist irgendwo unser Kumpel. Ja, hat. Kann nehmen dürfen. Ne? Ich dachte, er wird irgendwie springen. Weil es irgendwie alle gemacht haben in meiner letzten Aufnahme. Oh, komm her. Hier springe ich immer nur. Okay. Egal, mach ich immer Platz ganz schnell. Ja. So. Jetzt sind wir so ein Boden, kriegen dann nochmal Luft oder so. So. Also gar nicht, weil ich gerade komme ich hin so. War ja klar. Ey, wir schießen noch nicht in die Luft. Ja, war so. Ich glaube, zu gestürmt kommen wir. Ja. Wenn die Aufnahme hier wieder zu leise wird, vielleicht von meiner Stimmqualität, vielleicht kein Bock mehr auf hier. Ja, Headkit, Kick, Headkick. Kick. So, Gott, meine Stimme. Meine Sprache, eher gesagt. Hey, tut mir leid, aber der Sieg gehört mir. Drei Duell. Oh Gott. Gut vor. Ja, den schon, ja. Gegen dich dürfte ich mit Leichtigkeit gewinnen. Nur weil wir klein sind. Wie aufregend, dass wir beide uns im Finale gegenüberstehen. Finale sogar. Oh, Finale. Ich will dir eine Technik zeigen, die ich mir aufgehoben habe. Also, wer wird unser Champion? Okay, beginnt das Finale. Bei diesem Kampf habe ich vergessen, anfangs das Mikro einzustellen. Hat ja irgendwie schon 10 Minuten gedauert oder so. 10 Minuten, Leute, der Kampf hier. Ich kenne schon an. Der Krieg aber auch voll wenig eigentlich. Komm her. Das ist ja auch ein Headshot, den ich ihm gegeben habe. Und jetzt sind die klar. Der große Tönerspucker, das Ding. Okay, ja, ich will mich deportieren können. Oh, ihr fällt doch deswegen bestimmt. Weil ich ganz ausprobiere. Block doch gut. Oder wir schaffen es. Oh Gott! Genau das wollte ich auch probieren. Nein! Ey, warum verlieren wir jetzt? Man kann gegen ihn gewinnen, so gesagt. Aber man soll auch gewinnen, gegen die, aber ich schaff's einfach nicht.
Boah. Hm. Was hast du, Goku? Ich tritt dich. Ich wusste es. Wie er es macht. Also ein ganz Tag, ne? Die Egel ist schon viel machen. Oh, doch nicht. Oh Gott. Nein, Goku. Wir haben ihn doch schon fast. Jetzt hier ist so ärgerlich. Oh Gott! Boah. Warum klappt? Und. Angriff! Boah. Gott, nein! Nein, Goku, nee, bitte nicht! Warum? Ein bisschen so jung. Oh Gott! Alter! Der letzte Mal nicht gemacht gegen mich. Ach nee, boah, ist ja schon viel, ne? Und Mann, warum? Wir müssen in die Augen noch kriegen, noch. Dann mach ich auch Schuss. Ach nee. In den anderen Kampf. Und wir sind kommen aufgezogen. Ich hab gemerkt so. Mann, oh! Warum? Und ne, das macht ich nicht. Nö, nö, nö. Das erlaube ich nicht. Ich werde doch in die Luft gehen, das mehr ab. Goku, das schaffen wir. Diesmal schaffen wir, sie haben ihn schon schön runtergeschlagen eigentlich. Oh, boah, da waren wir in der Luft. Gott, man hat bestimmt meinen Controller. Wie drauf und das Schütteln ist da. Irgendwie, ja, ist man immer nicht böse, ne? Die auch nicht ganz hier. Mega so! Gott! Mal sind wir besser. Ich dachte, er wird sich wieder zu erklären, aber nee. Das war nicht so. Das war nicht so. Planfarbe. So. Ist aber. Gott, nein, Goku, ey, Mann. Ja, ich glaube, die kriegen wir halt drauf. Oh Gott, komm her. Hau nicht ab, die Zeit lang. So. Zeit. Oh Gott, komm. Lass dich endlich mir strecken, ja, von mir. Du musst ein Kind. Das ist Abbruch. Da rein. Nein, 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 komm rein, Johann, ey, greif mich an. Dann gewinnen wir jetzt den Schnano, nicht du, ne? Aber du machst einen mega Special Attack, dann wird du auch verlieren. Aber ich glaube nicht so, dass wir das mal machen. Ne, weil wir jetzt gewonnen haben, ne? K.O., ne? Yes, sir. Hey, yo. Damit ist der Part auch schon fast zu Ende. Ich hab's geschafft, ich hab gewonnen. Timmy Mario. Nanu. Der Wettkämpfer Goku hat gewonnen. Von Nanu. Der Wettkämpfer Goku ist unser Champion. Und wieder einmal hat Goku den Wettkampf gewonnen. Und konnte den Applaus seiner Freunde genießen. Allerdings. Und hier kommt das ja noch. Oh Gott. Wie wär's, wenn wir nun erstmal was zu uns nehmen? Gute Idee. Idiot. Wups, wie man sprechen will. Ich hab dann meinen Dragon Ball und meinen Kraftstab vergessen. Den Kraftstab. Du musst völlig fertig sein. Überlass das mir. Okay, danke. Aber jetzt. Das war Krillins Stimme. Krillin, was ist los? Oh, er ist tot. Sieht man doch schon. Krillin ist umgebracht worden. Es war ein Monster. Es hat Krillin umgebracht. What? Es hat auch den Dragon Ball und die Teilnehmerliste mitgenommen. Den Dragon Ball, okay. Mist. Warte, Goku, du kannst das nicht gehen. Doch, tue ich aber.
Das aber erst in der nächsten Part. In dem nächsten Part, Leute. Also, ciao.